Hallo, ich meine Damen und Herren. Im Video von letzter Woche habe ich über das aktuellste Update gesprochen und euch gefragt, wie das Spiel bei euch jetzt durch das Update so geworden ist. Also besser, schlechter oder gleich geblieben. Und eure Kommentare dazu habe ich jetzt heute ausgewertet und hier kommt das Ergebnis. Hört auf anzurufen, mein Vater ist sauer, hört auf. Komm, mach das alles sofort aus! Insgesamt habe ich 173 Kommentare von euch ausgewertet. Es sind aber insgesamt über 200 Kommentare unter diesem speziellen Video, aber das liegt an den Antworten. Und ich habe nicht immer die ganzen Antwortkaskaden eben aufgemacht. Also mitunter gab es einige Antworten zu einem Kommentar. Da habe ich dann nur dann reingeguckt, wenn der Kommentar auch so, ich sag mal, interessant war, dass ich dann auch wissen wollte, oh, was sagt der Rest dazu? 173 Kommentare, wie gesagt, waren es und ich habe es wie folgt aufgeteilt. Wir haben einmal enthalten. Das sind die ganzen Leute, die sich halt enthalten haben oder irgendwas kommentiert haben, was aber nicht zu den restlichen Antworten gepasst hat. Also sowas wie, ich habe es noch nicht getestet und werde es erst heute Abend testen. Oder, was war es noch? Ich weiß gar nicht. Das meiste war eigentlich, ich habe noch nicht geguckt. Oder einer hat auch geschrieben, Leute müssen um die Uhrzeit eigentlich arbeiten. Zwinker, zwinker, ich zwar auch nicht, aber ne, deswegen konnte man es noch nicht testen. Naja, darum waren 111 Kommentare im Punkt enthalten. Darum sind 111 Kommentare in diesem Enthalten-Bereich drin. Also da war nichts rauszuziehen. Das war halt alles so, ja, naja, ich muss es noch testen. Was mir gerade noch einfällt bei Enthalten, waren auch Fragen drin, wie zum Beispiel, wie man sich die Telemetrieanzeige anmachen kann. Dafür geht ihr einfach auf Settings, dann auf Game, auf Telemetrie und scrollt ganz runter. Hier der letzte Punkt, Show Network Jitter Graph. Das hier, das müsst ihr dann einfach auf Always stellen. So, und jetzt wird's interessant. Die restlichen Kommentare habe ich in 5 weitere Punkte unterteilt. Das sind insgesamt 62 Kommentare, die jetzt noch fehlen, also von diesen 173 insgesamt. Der erste Punkt ist schlechter, also sprich, das Update hat für mich das Spiel schlechter gemacht, als es davor war. Der nächste Punkt ist schlecht. Ich wollte es mit gleich geblieben eigentlich als einen Punkt lassen, weil es gab natürlich auch, es ist gut bei mir und hat sich aber auch nicht verändert. Und es ist schlecht bei mir und es hat sich nicht verändert, aber es waren einige Kommentare, bei denen man eindeutig rauslesen konnte, dass es zwar nicht schlechter ist, aber es ist so kacke, dass es halt einfach schlecht ist und das Update nicht viel verändert hat. Und da habe ich eine Unterteilung gemacht zwischen schlecht und gleich geblieben. Gleich geblieben ist halt dann eher so, ja, es ist hinnehmbar oder sogar gut, aber gleich geblieben. Also wie gesagt, schlechter, schlecht, gleich geblieben und dann besser. Also kurzum, das Update hat für mich das Spiel besser gemacht. Und dann gab es noch diesen kleinen Punkt, es ist genauso, wie es damals in CSGO der Fall war. Das habe ich eigentlich nur hinzugefügt, weil ich das bereits in einem Kommentar beim zufälligen Durchlesen gesehen habe, dass es jemand geschrieben hat, es ist so wie in Go. Ich habe das danach sogar extra so in den Titel geschrieben, um auch so ein bisschen in die Richtung halt anzuregen, so die Diskussion. Wir haben also insgesamt enthalten, schlechter, schlecht, gleich geblieben, besser und wie in Go. Sodele, Aufteilung ist wie folgt, ich gehe vom Größten zum Kleinsten, enthalten wie gesagt 111. Dann, besser als vor dem Update, 26 Kommentare. Gleich geblieben, 24 Kommentare. Schlechter geworden, 6 Kommentare. Schlecht, 4 und wie in CSGO, 2. So, also insgesamt sammeln sich die Leute bei besser geworden mit 26 Stimmen, was natürlich erfreulich ist. Die Frage kommt logischerweise auf, wie kann es sein, dass 6 Leute sagen, es ist furchtbar. Da waren Kommentare mit dabei, die gesagt haben, ich kann es nicht mehr spielen. Ich kann es leider nicht mehr spielen, weil es einfach nicht läuft. Die Hit Recognition ist scheiße, Ping ist scheiße, Jitter ist scheiße, Pipapo. Und die Leute schreiben aber auch, dass sie eine gute Leitung haben. Also es sollte eigentlich nicht an ihnen liegen. Und trotzdem ist alles kacke. Und andere sagen, es ist so wie in Go. Also es ist genauso responsive und clean und crisp wie in Go. Wie kann dieser Riesenunterschied zustande kommen? Ich denke, da haben wir natürlich einmal den Fakt, dass es nun mal gefühlsmäßige Sachen sind, also es fühlt sich besser an, es fühlt sich schlechter an und so weiter und so fort. Und im Feeling, da unterscheidet man sich ja sowieso. Und zweitens ist es ganz klar ersichtlich, mitunter auch aus dem, was die Leute genau schreiben, also wenn sie beschreiben, wo ihre Problematik liegt oder wo das Gute liegt. Es ist oft einfach so, dass die Systeme halt passen, also dass die Abstimmung Hardware plus Software gut ist und damit Counter-Strike gut läuft und bei anderen Hardware plus Software schlecht ist und es deswegen schlechter läuft. Aber in diesem Fall meine ich mit schlecht nicht ein altes, billiges System, sondern einfach ein unglücklich gewähltes System, auf das Counter-Strike halt einfach noch nicht abgestimmt ist. Und vom Ping her ist es eigentlich das Gleiche, man liegt da einfach zu weit auseinander. Also die einzelnen Geräte, die genutzt werden, das, was am Ende bei dem User auch ankommt am PC. Manche haben so ein verkacktes Heimnetzwerk, das höre ich immer wieder im Stream,
die haben eigentlich eine gute Leitung, also einen guten Anschluss, aber sind dann über 5 Ecken DLAN, WLAN, zurück ins DLAN und was weiß ich verbunden und haben halt dann irgendeine Matschleitung. Ich persönlich weiß, dass ich da extrem Glück habe, dass ich mit meinem Starlink mit Satelliteninternet, das ist noch schlimmer als Matschinternet, dass ich damit relativ gut spielen kann. Bei solchen Erhebungen merkt man auch, dass es dieses typische Stimmungsbild gibt und Mitläufer gibt, also diese einfache Meinung, die dann auch am lautesten ist, weil gerade so einfach. Und Leute, die da einfach mitschwingen, ohne großartig was getestet oder gemacht zu haben, einfach nur ja, ja, ja. Und dann gibt es andere, die ein bisschen überlegt daran gehen und auch tatsächlich testen, rumprobieren und wurschteln und so weiter und so fort und auch differenzieren können. Problematik, wer ist da schuld und hin und her. Und genau in diesen Fällen sind übrigens auch die Kommentare sehr nice. Das macht dann bei diesen Umfragevideos auch am meisten Spaß, wenn ich dann da in die Nachforschung reingehe und praktisch eure Kommentare auswerte und dann eben sehe, wenn da jemand gegen dieses allgemeine Bild geht oder halt irgendwie untypisch schreibt und dann direkt und hin und her und dann wiederum diskutiert. Das ist interessant und macht eben auch, es macht Spaß, das zu verfolgen. Und bevor ich es vergesse, möchte ich noch folgendes sagen. Vielen, vielen lieben Dank für eure Kommentare. Ihr seid so schön am Start. Wie gesagt, das Video hat, ich kann kurz gucken, ich glaube 228 Kommentare. Absoluter Banger. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich muss auch sagen, entweder sind einige etwas gechillter geworden oder wir haben die Leute ganz verloren. Wir hatten vor einem Jahr oder vor 2 Jahren noch einige, die so richtig pumpig geschrieben haben. So, ey, du Scheißdreck. Und auch nie dieses, bei mir fühlt es sich schlechter an oder bei mir sind mehr Cheater oder sowas auch immer. Das Spiel ist scheiße und das ist voll mit, ne, also dieses, das ist fast auf null gefallen. Das hat mich sehr gefreut, dass man dann, also manch einer hat sogar dazu geschrieben, wie war es mit dem einen? Ich habe nicht viel gemerkt vor dem Update, aber lag vielleicht auch daran, weil ich so müde war oder betrunken war oder irgendwie sowas, ne, also das ist schön, wenn da so ein bisschen, ne, wenn so ein bisschen Denke auch mit dabei ist und nicht einfach, also wie gesagt, vielen lieben Dank für eure Kommentare. Weil bei dieser ganzen Sache nicht nur Zahlen und Fakten eine Rolle spielen, sondern eben auch oder fast hauptsächlich das Feeling mit rein zählt. Man hat das ja am Anfang auch von CS2 gemerkt, man geht rein, die Leute direkt, es fühlt sich gar nicht an wie ein Go-Scheißdreck. Habe ich euch noch ein, wie ich finde, passendes Video rausgewurschtelt. Und zwar hat ihr Min Lee, oder Min Lee, ich bin mir nicht sicher, wie es ausgesprochen wird, ihr kennt ihn bestimmt auch unter dem Namen Guzman. So habe ich ihn zumindest kennengelernt, einer der Macher von Counter-Strike. Er hat ja eine Pressekonferenz gehalten 2015 und da hat er etwas bezüglich der Updates angesprochen, die sie in Richtung Counter-Strike pressen und wie die Community darauf reagiert. Und was er dann unter anderem mal gemacht hat, um so ein bisschen reinzustänkern, ich zeige es euch einfach mal. So another thing that was really, that we got a lot of feedback from was, every time we released a new version, our players would complain about things that we didn't even change. So like one of the big things that they would complain about was, this new version is more like, it has more lag than the last version. What did you guys do? And we're like, we didn't touch anything. What the heck are you talking about? Because we no matter how much we explained to them, they would always complain. Every version, this is worse than the last version. Change it back, please. And then we were like, you know, one time I just got so fed up that the next version we released, I would just artificially subtract people's pings like by negative 50. So, yeah. So if like their actual ping was 100, I just say, okay, 50, just say it's 50. And then a lot of the players are like, oh my God, what did you do? This is incredible. Hier muss man auf jeden Fall etwas schmunzeln und ist auch sofort eben in der heutigen Zeit drin. Es kommt ein Update und es wird gemeckert. Es gibt zwar auch welche, die sagen, es ist besser geworden, aber die Stimmen sind halt, wie gesagt, meist sehr, sehr leise. Weil dieses laute und einfache ist halt irgendwie, geht besser rein. Also es ist mitunter bei den Leuten ja Default, ohne überhaupt zu wissen, was passiert ist. Also kurzum, das Gemeckere ist sehr leicht, schnell eben drin. Und in diesem Fall, bezüglich Ping, sie haben gar nichts in die Richtung verändert, hat er dann einfach mit dem nächsten Update minus 50 Ping auf der Anzeige hier durchlaufen lassen. Man hat also einfach optisch im Scoreboard den Ping um 50 verringert. Also er sagt ja hier, wenn man 100er Ping hat, hat man jetzt einen 50er Ping. Aber es ist nur optisch. Es steht nur da drin. Dein Ping ist trotzdem 100 oder 120 oder was. Und die Leute sagen, oh, Wahnsinn, fühlt sich ja wieder super an. Und das beschreibt diesen Punkt Feeling extrem gut. Dieses Feeling wird oft von außen einfach gesteuert. Also im negativen Fall, es kommt ein Update und jemand sagt, es ist kacke. Und dann labert der Rest auch nach, es ist kacke und geht eben rein und fühlt dann auch, dass es kacke ist. Obwohl es nicht wirklich der Fall sein muss. Es reicht schon, dass du es denkst. So wie mit dem positiven Ping. Er schreibt einfach überall eine minus 50 hin, beziehungsweise zieht überall 50 ab. Und die Leute sehen es und denken sich, Wahnsinn, ist ja besser geworden. Der Punkt Feeling ist also eine sehr schwammige, wabbelige Sache und genau dadurch können wir diese riesen Unterschiede haben. Von es ist fürchterlich bis hin zu es ist insane gut.
Dasselbe zählt übrigens auch für die Cheater-Problematik. Ne? Von ich habe in jedem Spiel 30 Cheater und ich bin 12 davon, bis hin zu ich habe eigentlich nie Cheater. Natürlich sind bei beiden Punkten auch echte Faktoren drin. Es gibt Leute, die leggen sich nun mal den krassesten Scheiß zusammen, weil ihr Jitter komplett explodiert oder ihr Ping sonst wo ist bei 400 oder sowas. Es gibt auch Leute, die natürlich komplett umgecheatet werden. Sicher, sicher. Aber ja, das Feeling ist nun mal auch ein großer Bestandteil von genau diesen Dingen. Wenn sich was fishy anfühlt bei einem Gegner, der halt einfach ganz normal ist, der halt besser ist als man selbst, wenn man denkt, oh, der könnte anhaben. Oder es fühlt sich irgendwie laggy an oder auch nicht laggy, weil vielleicht meine Ping-Anzeige einfach, ich habe so einen hohen Ping, dass mein Ping eingefroren ist bei 40 und ich merke es nicht. Und ich denke, oh, ich bin bei 40, sehr geil. Es ist, wie vorhin erwähnt, ein sehr interessantes und mitunter auch eben witziges Thema, gerade wenn man so eine Kommentarsektion sich dann eben durchliest mit diesen ganzen unterschiedlichen Dingen und mitunter auch den Punkten, wenn sich Leute halt auf den Schlips getreten fühlen. Ne? Wenn eben einer sagt oder gerade weil einer sagt, es fühlt sich richtig geil an, endlich geht wieder rein und die Schüsse sind sehr gut und bababababab. Und dann kommt der Nächste und sagt, was? Um jetzt aber hier mit dem Video durchzukommen, folgende letzte Worte. Erstens, ich freue mich, dass es in Richtung positiv oder besser gegangen ist. Ich hoffe, dass es für alle, bei denen es noch schlecht ist oder schlechter geworden ist sogar, dass es sich bei euch auch noch deutlich verbessern wird. Und wir dürfen alle nicht vergessen, dass wir, jeder einzelne von uns, mit unterschiedlichen Voraussetzungen in das Spiel reingeht. Und da zählen, wie gesagt, Hard- und Software eures PCs, euer Router, das Internet und so weiter dazu, aber natürlich auch eure Einstellung und euer Feeling. Das zählt da leider eben auch mit rein. Und wenn man das alles im Kopf hat, dann sollte es einen eigentlich gar nicht mehr so sehr schockieren, wenn jemand schreibt, dass es bei ihm fürchterlich ist oder sehr gut ist, weil wir eben, wie gesagt, jeder mit anderen Voraussetzungen rangehen. Jetzt mache ich hier aber den Deckel drauf, denn ich muss eigentlich sofort in den Stream. Es ist gleich 18 Uhr, dann wird wieder reingeballert heute. Es gibt dann übrigens für euch diese Glock 18 Bullet Queen im Stream zu gewinnen, also kommt gerne rum und macht mit. Und wir suchen heute auch live aus, ob wir als nächstes wieder ein Knife ins Giveaway hauen oder Handschuhe. Also kommt mit dazu, der Link ist in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Und jetzt gibt es auch noch geschwind eine Kleinigkeit hier im Video, und zwar diesen Patch Pain Gaming. Das Teil könnt ihr gewinnen, wenn ihr zu folgendem Thema etwas schreibt, und zwar: Wie groß glaubt ihr, ist der Performance-Unterschied der PCs der deutschen CS-Spieler? Also so einfach mal Schnitt, Deutschland, alle Leute, die casual reindödeln. Glaubt ihr, da spielt wirklich die letzte verkackte Mühle mit, so ein Toaster und gleichzeitig aber eben auch der krasseste NASA-Rechner? Was glaubt ihr? Glaubt ihr, dass die Unterschiede riesig sind? Oder dass sie nur so ein Marginal oder so, ne, lirum larum. Und das gleiche natürlich auch fürs Internet. Was glaubt ihr, wie groß die Unterschiede da sind? Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit dabei. So, ich zieh direkt durch. Vielen lieben Dank für eure Kommentare, für die Likes, fürs Zuschauen. Bis gleich im Stream. 18 Uhr geht's wieder los. Twitch.tv/derDummbabler. Yeah, man. Haut da rein. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.